Endlich ist es offiziell. Der verlorene Sohn Mike Franz kommt zurück zum 1. FC Saarbrücken. Ich freue mich sehr, wie viele von euch auch. Herzlich willkommen zurück, lieber Mike Franz. Mach dich schon mal darauf gefasst, dein Telefon könnte eventuell bald mal klingeln. Heute noch nicht. Heute habe ich mit einem anderen Neuzugang gesprochen, nämlich mit Julius Biada. Der ist gerade noch in Urlaub auf Kreta, liegt dort in der griechischen Sonne und hat sich sehr viel Zeit genommen, damit wir ihn jetzt schon mal ein bisschen kennenlernen. Er kommt vom SV Sandhausen zu uns aus der zweiten Liga, hat dort ein richtig beschissenes Jahr hinter sich, hat nur zu 3 Kurzeinsätzen gereicht, weil er lange Zeit verletzt war. Deswegen wollte ich natürlich von ihm wissen, wie fit ist er jetzt und können wir auf ihn bauen in der neuen Saison? Ich kann euch sagen, der Junge wird uns Spaß machen, denn der hat sehr ehrgeizige Ziele. Das hören wir sehr, sehr gerne, was er vorhat mit dem FCS. Und wenn er dann bei uns ist, dann ist es ja sehr leicht für ihn, sich einzugewöhnen, denn viele Leute kennt er schon. Bonet Uafero, Dominik Ernst, Robin Scheu und natürlich seinen Trainer Uwe Koschinat. Mit all denen hat er schon mal zusammengearbeitet. Das ist so ein bisschen die neue Koschinat-Connection. Ob das gut ist oder schlecht ist für das Teamgefüge, das hat er mir gesagt und darüber haben wir ein bisschen diskutiert. Und ich glaube, das Saarland kann sich sehr freuen, denn das Saarland gewinnt ein echtes Partytier, einen echten kölschen Jungen, der den Schalk im Nacken hat und der gerne lacht und gerne Spaß hat. Das werdet ihr gleich merken. Ich freue mich sehr, ihn bald im FCS-Trikot zu sehen. Jetzt euch ganz viel Spaß mit Tauzi ruft an und Julius Biada. Herzlich willkommen im FCS, Julius Biada. Hallo, grüß dich. Du hast noch keine Sekunde im Blau-Schwarz gespielt, hast aber jetzt schon Punkte, zumindest bei mir gemacht, weil du kostbare Urlaubszeit opferst, damit wir dich besser kennenlernen können. Erstmal vielen Dank dafür. Sehr, sehr gerne, freut mich. Du treibst dich gerade auf Kreta rum. Was bist du so für ein Typ? Eher der Typ, lange schlafen und dann am Pool abhängen oder so ein Aktivtyp, der, weiß ich nicht, hier mal irgendwie Jetski fährt und da nochmal mit irgendeinem komischen Quad durch die Wüste fährt? Was machst du so im Urlaub? Also Langschläfer jetzt nicht zwingend. Ich habe da schon gern Struktur im Tag. Ja, vor allem hier auf Kreta, wir haben jetzt weit über 30 Grad. Da nutzt man ja dann auch den einen oder anderen Morgen, um mal ein bisschen Sport zu machen. Von daher war ich jetzt die letzten 2 Morgen da auch relativ früh auf den Beinen. Ja, ansonsten nur rumliegen ist auch nicht das Richtige. Von daher hatten wir jetzt auch einen Leihwagen, so ein bisschen über die Insel gefahren. Sehr haben schön. So ein bisschen Eindruck gewonnen. Ich meine, ist ja auch immer ganz schön, wenn man mal rauskommt zu Hause, dass man die Welt so ein bisschen sieht und kennenlernt. Von daher würde ich einfach sagen, so ein Mix aus beidem. Ne? Sehr gut. Ein paar Bilder konnte man schon sehen von deinem Urlaub diese Woche in der Bild Saarland. Ansonsten aber eher wenig Bilder von dir, weil entweder bist du sehr gut versteckt bei Instagram oder du bist gar nicht erst angemeldet. Wie kommt's? Ja, ich sag mal so, ich bin tatsächlich nicht mehr vertreten. Ich habe mein Fokus bewusst ja anders gesetzt. Also habe für mich entschlossen, dass ich Social Media in dem Maße jetzt gar nicht mehr groß brauche. Mhm. Ich fliege so ein bisschen unterm Radar, ich genieße die Privatsphäre. Ja, im Endeffekt ist es so, die engsten Leute haben meine Telefonnummer. Ich bin jederzeit erreichbar, aber ich sag mal, dieses große Darstellen brauche ich persönlich jetzt nicht mehr. Ist es so eine grundsätzliche Entscheidung oder hat das einen bestimmten Grund? Also keine Ahnung, dass du mal von irgendwelchen Fans da angegangen worden bist oder so und gesagt hast, habe ich keinen Bock mehr drauf. Das gehört ja irgendwo auch ein Stück weit dazu. Ich meine, so ein Medium ist ja auch irgendwo da, um sich auszutauschen, um vielleicht auch so ein bisschen Lob, aber auch Kritik zu erfahren. Da ist ja kein Geheimnis, dass ich kein ganz einfaches Jahr hinter mir hatte. Dann habe ich einfach volle Konzentration auf meine Genesung, auf den Sport gelegt. Und das war sowas, wo man einfach abschweift, wo man dann ja länger das Handy in der Hand hat als nötig, um quasi ein Stück weit auch belanglose News zu verfolgen. Deswegen habe ich einfach entschlossen, ich mache da mal einen Break. Das Profil ist allerdings deaktiviert, es ist nicht ganz geschlossen, wer weiß, ob da nochmal ein Comeback kommt, aber Stand jetzt brauche ich nicht. Die glorreichen Bilder aus der Kabine nach dem Aufstieg mit dem 1. FC Saarbrücken, die müssen dann vielleicht doch noch bei Instagram geteilt werden irgendwann. Ja, oder ich bin halt sehr gerne bei den anderen Jungs auf dem Profil zu sehen. So können wir es natürlich auch machen. Du hast gerade gesagt, du hast tatsächlich ein richtiges Seuchenjahr hinter dir. Offiziell bist du noch bis zum Ende Juni Angestellter beim SV Sandhausen in der zweiten Liga. Mhm. Dann ab dem 1.7. beim 1. FC Saarbrücken. Du hast 3 Kurzeinsätze gehabt in der letzten Saison. Deswegen glaube ich, die große Frage von vielen FCS-Fans, wie geht's dir denn jetzt gerade? Bist du jetzt wieder fit? Also grundsätzlich kann ich das vielleicht auch nutzen, um so ein bisschen aufzuräumen, weil überall steht muskuläre Probleme. Ich hatte
eine Achillessehnenteilruptur, weil ich glaube, das ist schon irgendwie ein Stück weit was anderes. Wenn immer überall steht, muskuläre Probleme, dann wirkt es so, als würde die Wade zwicken und ich würde deswegen ein ganzes Jahr nicht Fußball spielen. Ne? Also es war dann schon ein bisschen gravierender, war auch ein sehr, sehr langer Prozess. Ich habe auch viele Ärzte besucht, weil die Herangehensweise an so eine Verletzung natürlich eine andere ist. Jetzt bin ich fit. Gut, gerade liege ich hier auf dem Bett, da tut sowieso nichts weh, aber ich kann uneingeschränkt laufen, ich kann sprinten, ich kann alles machen. Also von daher kann ich jetzt erstmal die erste große Sorge den Fans nehmen. Ich kann noch laufen und ich kann auch noch relativ schnell laufen. Von daher, mir geht es gerade sehr, sehr gut. Ich genieße natürlich den Urlaub. Ein Stück weit hat der Körper das natürlich auch nach der ganzen Tortur irgendwie gebraucht, so ein Stück weit gesetzt drücken. Aber mir geht's gut, ja. Danke der Nachfrage. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch für den Kopf mal ganz gut tut, zu wissen, dass der Körper jetzt wieder einigermaßen in Ordnung ist und dann auch mal abschalten zu können, weil so ein Jahr lang gar nicht mehr wirklich auf dem Platz stehen, das ist doch für einen Fußballer der Horror. Ja, das ist der Horror, vor allem, weil es ist ja kein Geheimnis, es war mein letztes Vertragsjahr. Dementsprechend hat man sich das natürlich auch anders vorgestellt. Wenn man jetzt so ein bisschen zurückblättert, dann ja, war vielleicht auch mal der ein oder andere große Verein irgendwie interessiert, wo es dann nicht gepasst hat. Deswegen hatte ich letztes Jahr oder diese Saison eigentlich sehr, sehr viel vor. Im Endeffekt bin ich jetzt keiner, der dem nachtrauert, weil ich kann es nicht mehr ändern. Aber ein ganzes Jahr auf der Tribüne zu sitzen, um den Jungs beim Spielen zuzuschauen, ist in der Tat sehr, sehr hart. Auch die ja, vielen Wochen und Monate in der Reha, beziehungsweise in verschiedensten Reha-Einrichtungen. An dieser Stelle auch nochmal danke an alle, die mir geholfen haben auf dem Weg. Ja, es war sehr hart. Für den Kopf ist das natürlich sehr anstrengend. Umso schöner, wenn man merkt, dass das Vertrauen in den Körper zurückkommt, wenn man dann wieder Rasen unter den Füßen hat. Ich meine, ich war am Ende auch noch mal zumindest kurz auf der Platte. Das hat mir natürlich einen persönlichen Abschluss gegeben, aber auch ein gutes Gefühl und auch das Gefühl, okay, du bist wieder da, du bist wieder am Platz und kannst wieder kicken. Deswegen bin ich jetzt im Endeffekt mit einem ganz guten Gefühl in die Sommerpause gegangen. Welche größeren Vereine hätten es denn werden können? Ja, also jetzt im Endeffekt bin ich ja jetzt bei einem großen Verein, ne? Das wäre meine Überleitung gewesen. Genau, Hamburg ist mal gefallen, es ist auch mal Hannover 96 gefallen. Im Endeffekt in der Vergangenheit gab es da vielleicht auch noch den einen oder anderen, wobei ich jetzt auch sage, dass das jetzt nicht weniger spektakulär ist, wenn man sieht, wie viele ja, Telefontermine ich jetzt schon in der Woche gehabt habe. Die hatte ich in 3 Jahren Sandhausen nicht so ungefähr. Ne? Von daher weiß man schon, was auf einen zukommt, welche Strahlkraft der Verein hat. Und deswegen freue ich mich drauf. Und wie gesagt, ich glaube, dass das ja ein beeindruckender Verein ist mit viel Historie. Und da steht den Vereinen, die in der Vergangenheit vielleicht mal Thema waren, in nichts nach. Was war denn am Ende der Ausschlag, dass du dich für den ersten FC Saarbrücken entschieden hast? Ich glaube, im Großen und Ganzen ein Stück über die Perspektive. In den Gesprächen wurde relativ schnell klar, dass das Ziel nicht auf gut Deutsch die goldene Ananas ist, sondern dass man ambitionierten Fußball spielen möchte, dass man Ziele hat. Ich meine, in der dritten Liga, ich war ja auch schon öfter in der dritten Liga, ich kenn das Pflaster. Es ist nicht so leicht. Gefühlt will die halbe Liga angreifen und die halbe Liga ist froh, wenn sie drin bleibt. Trotz alledem glaube ich, dass die Rahmenbedingungen einfach super abgesteckt sind. Man hat jetzt ein Stadion, was ich jetzt live in einem Spiel noch nicht erleben durfte, aber was ich höre, ist schon beeindruckend. Die Fanszene, die macht ordentlich Alarm. Also von daher ist alles gegeben, dass vielleicht auch ein Ticken mehr noch möglich ist. Und das geht einher mit der Auffassung, die ich vertrete. Sandhausen sollte jetzt nicht die letzte Station von mir in der zweiten Liga gewesen sein. Ohne dass ich das jetzt so groß anpreisen will. Aber ich will mich jetzt auch nicht kleiner machen, als ich bin. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, blöd, wenn man das jetzt so verpackt. Ich glaube schon, dass wir offensiv an die Sache rangehen können. Wenn man hört, was da für Spieler im Kader jetzt schon sind, der eine oder andere ist schon dazugekommen an Verstärkung. Glaube ich, braucht man sich in der Liga nicht verstecken. Ein weiterer Faktor ist natürlich auch ein Stück weit der Trainer. Da mach ich jetzt auch kein kleineres Ding draus, als es ist. Uwe Koschin hat mich
kontaktiert. Dann hatte ich super Gespräche auch mit Jürgen Luginger und im Endeffekt ist das so ein Zusammenspiel gewesen, ne? Und jetzt habe ich richtig Bock, nochmal zu zeigen, dass ich eben noch nicht am Ende meines Weges bin, sondern dass da noch einiges an Power drin steckt. Und ich glaube, das sind so die Faktoren, wieso das jetzt auch im Endeffekt geklappt hat. Was du gerade nicht siehst, irgendein Grieche steht immer mal auf der Leitung, weswegen du mal größer und mal kleiner zu sehen bist. Sorry dafür an alle, die jetzt gerade zugucken. Ich hoffe, der Grieche bleibt jetzt unten vor der Leitung und jetzt bleibt das Bild so, wie es sein soll. Uwe Koschnit hast du gerade schon angesprochen. Es gibt ja noch ein paar andere bekannte Gesichter, auf die du treffen wirst, ne? Bonet, Uafero, Dominik Ernst, Robin Scheu, mit denen hast du auch schon zusammengespielt. Hast du mit denen vorher auch schon mal telefoniert und gesprochen hier? Wie ist denn das so in Saarbrücken? Was erwartet mich da? Im Prinzip habe ich vor dem Transfer gar nicht groß kommuniziert. Also ich glaube, im Endeffekt ist das jetzt auch kein ausschlaggebender Grund. Das ist eher so ein schöner Randeffekt, dass es so ist wie ein altes Klassentreffen. Ich meine, Dodo und Bonet kenne ich jetzt wirklich schon viele, viele Jahre. Wir haben damals bei Schalke Amateure zusammengespielt. Da waren wir wirklich alle noch am Anfang unseres Weges, ne? Wir waren alle noch grün hinter den Ohren. Oder blau? Oder in dem Fall dann blau, Ja. ja. Hatten damals aber auch eine super, super Zeit. Gut, Dodo ist Gelsenkirchener Jung, aber Bonet aus Berlin, ich bin damals aus Köln dahin. Wir hatten uns als Family. Wir waren alle jung und haben das zusammen genossen und hatten dann auch eine geile Zeit und haben guten Fußball gespielt. Von daher ist das natürlich schon ein Riesenfaktor. So, jetzt warst du kurz weg. Dieser Grieche. Aber auch ja, mit Robin Scheu. Ich meine, wir haben jetzt auch 2 Jahre zuletzt in Sandhausen zusammengespielt. Wir haben viele Schlachten zusammengeschlagen. Es war mit Sicherheit auch nicht immer einfach. Von daher herrscht da schon eine riesen Vorfreude, den Jungs zu sehen. Und ja, das ist im Endeffekt, wie gesagt, ein sehr, sehr schöner Randeffekt, ja. Jetzt gibt es ja diese Connection, Koshinat und du und diese anderen Spieler. Also ihr seid ja schon so ein eingeschworener Haufen. Ist das so für das Teamgefüge was Gutes oder was Schlechtes, dass da jetzt schon so eine feste, installierte Gruppe mehr oder weniger da ist? Ja, ich meine, ich beschäftige mich ja natürlich auch mit Saarbrücken und dem Umfeld. Ich sehe ja auch, dass das kritisch gesehen wird. Ein Stück weit denke ich, dass es auch Spieler gibt, die vorher schon da waren, wo man auch sagen könnte, das ist ein eingeschworener Haufen. Ich sage, weder die einen noch die anderen können es jeweils ohne die andere Hälfte schaffen, wenn man es jetzt so kritisch sehen möchte. Ich glaube, wir fahren am besten damit, wenn wir alles offen ansprechen, sollten da Fragen aufkommen, weil wir müssen als Team zusammenfinden, so schnell es geht. Anders kannst du in so einer Liga nicht bestehen. Die Jungs werden auch merken, dass das kein Freifahrtschein ist, nur weil der Trainer mit einem schon mal zusammengearbeitet hat, sondern das ist eher so, dass sogar vielleicht noch mehr erwartet wird, weil vielleicht das und das schon mal geliefert wurde, ne? Also das ist schon sehr, sehr kritisch. Ich scheue das aber auch nicht. Wenn jetzt einer denkt, dass ich da einen Vorteil hätte, können wir das gerne ausräumen. Ich glaube, ich habe Uwe frühzeitig signalisiert, ich bin keiner, der jetzt dahin kommt und sagt, ich setze mich 38 Mal in die Sonne und spiele von Anfang an oder was weiß ich was. Also ich habe ehrgeizige Ziele, ich will da Gas geben und wenn ich mal eine scheiß Trainingswoche hatte, was vollkommen legitim ist, ja, dann setze ich mich auf die Bank. Oder wenn er meint, ich sitze auf der Tribüne, sitze ich auf der Tribüne. Also ich bin absolut kein Ego, der sich darauf jetzt ausruht. Trotzdem schätze ich natürlich die Art und Weise von Uwe Koschinat, weil ich weiß, was er von mir verlangt. Ich weiß auch ein Stück weit, dass er mich immer so kitzeln kann, dass es bisher ganz gut funktioniert hat. Von daher glaube ich, ist das jetzt auch der richtige Schritt, dass ich zur Altersstärke führe. Und dann glaube ich auch, dass ich dem Verein vieles, vieles geben kann, was dem Verein auch helfen wird. Und ich hoffe, dass die Jungs, die jetzt da sind, ja mir auch eine Chance geben, obwohl das jetzt so geschrieben wird, ah, da kommt der nächste Koschinat-Spieler. Ich glaube einfach, ich bin kein schlechter Charakter. Wir können da über alles sprechen und ich hoffe, dass ich gut aufgenommen werde, wovon ich ausgehe. Ich meine, ich kenne den einen oder anderen auch vom Gegeneinanderspielen und die Fußballwelt, die ist so klein. Ich glaube auch, dass das vielleicht von außen ein bisschen heißer gekocht wird, als es innerhalb der Kabine ist. Aber ich freue mich drauf und ich freue mich vor allem auch drauf, die Jungs zu treffen, die jetzt schon lange für den Verein spielen, weil die mir vielleicht auch das eine oder andere mitgeben können, was auf mich zukommt. Und im Großen und Ganzen, glaube ich,
kann das ein richtig geiles Jahr werden, wenn alle ihr Ego ein bisschen auf Seite packen, einfach Bock haben zu zocken, einfach Bock haben, guten Fußball zu spielen und sich für den Verein zu zerreißen. Und da will ich meinen Beitrag leisten. Und da ist es prinzipiell egal, ob ich mit dem Trainer schon mal gearbeitet habe oder ob ich den Zeugwart kenne oder ob ich meinen gleichen Bus schon mal gefahren bin. Also so, das ist dann im Endeffekt egal. Den Zeugwart Rüdi wirst du auch ganz, ganz schnell kennenlernen und ihn auch tief in dein Herz schließen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Ja, bin ich mir auch sicher. Wenn man sich deine bisherige Karriere so anschaut, dann fällt ja schon auf, dass somit die besten Spielzeiten hattest du mit dem Trainer Uwe Koschinat. Du hast gerade gesagt, der schafft es irgendwie, da das Besondere aus dir rauszukitzeln. Was macht der denn anders als andere Trainer bei dir? Womit kannst du besonders gut arbeiten bei Uwe Koschinat? Ein Stück weit muss man ja auch sehen, wir kennen uns jetzt wirklich viele Jahre. Mein erstes Seniorenjahr, da habe ich gegen ihn gespielt, da war er schon bei Fortuna Köln, ich war bei Leverkusen 2. Dann bei Schalke Amateure haben wir auch gegeneinander gespielt. Also er kannte mich schon Jahre, bevor wir dann das erste Mal zusammengearbeitet haben. Und ein Stück weit hat er mich so in allen Phasen meines Lebens, ne, mit Anfang 20, Mitte 20, Ende 20 immer mal begleitet. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also er fordert viel von mir, aber ich glaube, er weiß meine Stärken im Sinne der Mannschaft gut einzusetzen. Und vielleicht ist es auch so, dass seine Spielweise vielleicht zu meinem Spielertyp ganz gut passt oder umgekehrt, je nachdem, wie man das sehen möchte. Was jetzt das Rezept ist, wieso es darunter geklappt hat, kann ich nicht sagen. Ein Stück weit fühle ich mich von ihm verstanden. Ne? Das ist kein Geheimnis. Wir können uns offen die Meinung ins Gesicht sagen. Er ist auch immer ein Trainer, der von Spielern die Meinung auch offen hören möchte, ne? Auch wenn es dann mal knallt. Wir haben mit Sicherheit auch nicht immer in der Tonlage gesprochen, wie wir zwei das jetzt tun, sondern vielleicht auch mal einen Ticken lauter, was halt auch gerne mal sein darf, ohne dass der eine sich auf den Schlips getreten fühlt. Trotzdem war es immer ein sehr respektvolles Verhältnis und das hat unterm Strich immer dafür gesorgt, dass ich mich wohlgefühlt habe. Und ich glaube, wenn sich ein Fußballer wohlfühlt, das werden andere Jungs wahrscheinlich auch bestätigen können, glaube ich, ist man auch in der Lage, den besten Fußball zu spielen. Und ja, deswegen hoffe ich, dass ich mich in Saarbrücken schnell wohlfühlen werde. Theoretisch könntest du mit Uwe auch eine Fahrgemeinschaft bilden. Er wohnt in Köln, du kommst aus Köln und bist auch so eine echte Kölsche Jung, ne? Also Karneval ist die vierte Jahreszeit und wird von dir zelebriert. Die Ja, fünfte Jahreszeit, merke ich gerade. die erste, zweite, dritte und vierte und fünfte. Nein, also ja, ich bin ein Kölsch Jung, in Köln geboren, immer im Kölner Dunstkreis aufgewachsen, obwohl ich nie für den ersten FC Köln gespielt habe. Aber ja, das ist meine Heimat, dafür schlägt mein Herz und ich denke auch früher oder später würde es dahin zurückgehen. Ob ich jetzt mit dem Trainer eine Fahrgemeinschaft machen muss, weiß ich nicht. Könnte lange Fahrt werden. Ja, könnte, und so doll kannst du die Kopfhörer gar nicht aufladen, ne, dass du das überspielen kannst. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, ja, jeder ist da in der Lage, selber am Freitag fahren oder so. Ich freue mich trotzdem drauf. Und es ist natürlich auch immer schön, wenn man den einen oder anderen hat, der so ein bisschen dieses Rheinländische auch in sich trägt oder dabei hat, weil man ein Stück Heimat irgendwie vor der Tür hat, wobei ich mittlerweile auch genug unterwegs war. Ich kann mich, glaube ich, auf alles ganz gut einlassen und mit ein bisschen Zeit verstehe ich wahrscheinlich auch den einen oder anderen Dialekt. Das müssen die Saarländer mir vielleicht am Anfang verzeihen, aber ich versuche mich da reinzufuchsen. Ansonsten bin ich natürlich froh, dass ich ja, die Rheinländer-Mentalität vielleicht auch so ein bisschen nach Saarbrücken bringen kann. Ich glaube, wir sind bekannt dafür, dass wir gern lachen, dass wir Spaß haben, dass wir offene Charaktere sind. Ja, und wenn wir dann an Karneval mal zwei freie Tage hätten, dann könnte ich den einen oder anderen dann mit nach Köln nehmen, ne? Ich habe So ist es mal nicht. gemerkt, wie sensibel ihr auf Karneval reagiert, weil ich bei einer Pressekonferenz gesagt habe, dass jetzt Fasend ist, weil im Saarland bei uns heißt es Fasend. Und damals wird Dirk Lottner, unser Trainer, der direkt gesagt, Karneval heißt das, Karneval und nicht anders. Du hast aber schon zu Hause auch einen großen Schrank schon mit jeder Menge Kostümen, ne? Was ist da so alles drin? Ja, du könntest mal bei meiner Mutter im Keller gucken. Wir haben ein breit gefächertes Repertoire. Kommt natürlich immer darauf an, wie aufwendig du dich jetzt verkleiden musst, ne? Ja. Aber von Bauarbeiter, Gärtner, Vampir,
was weiß ich, wir haben alles dabei, ne? Also eigentlich musst du nur runtergehen, guckst, wonach der ist und dann bist du verkleidet, ne? Das Also das ist kein Problem. klingt gut. Also ich habe die Tradition, dass wenn wir an Phasen-Samstag spielen, dass ich mich dann immer verkleide im Stadion. Ich hoffe ja sehr, dass du jedes Spiel durchspielst, aber solltest du am Phasen-Samstag nicht im Kader sein, warum auch immer, dann machen wir das einfach zusammen. Beide verkleidet. Ja. Ich hoffe zwar, dass das Ersteres eintrifft, dass ich möglichst viel Zeit ja, im Trikot verbringen darf, Ja. aber ansonsten bin ich natürlich gerne bereit, mich mit dir zu verkleiden. Ja. Sehr beachtlich fand ich, als du bei Braunschweig gespielt hast, bist du mal gefragt worden, wer ist bei der Weihnachtsfeier der mit Abstand peinlichste? Und es hat ungefähr 0,2 Sekunden gedauert, da ging dein Arm direkt nach oben und du hast gesagt, auf jeden Fall ich. Wie sieht das dann aus, wenn du so peinlich wirst auf der Weihnachtsfeier? Ja, was, also peinlich ist ja, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ich habe Spaß, ne? Ich kann nicht besonders gut singen, aber ich singe. Ich kann nicht besonders gut tanzen, aber ich tanze. Wenn die Stimmung gut ist, dann bin ich für eine Party immer zu haben, ne? Und ich meine, Weihnachtsfeier ist ja dann auch oft so, im besten Fall hast du eine gute Hinrunde gespielt, dann fällt ja auch mal so ein bisschen Druck ab. Ja. Und dann kann man ja auch mal ein bisschen loslassen und sich ein bisschen gehen lassen. Und ja, wenn ein Grund zu feiern ist, dann bin ich jederzeit erreichbar. Aber genauso kann ich das auch einordnen. Wenn es nicht läuft, dann bin ich jetzt nicht so, dass ich da gekünstelte Witze oder so auspacken muss. Ne? Dann kann ich schon sehr, sehr ernst sein. Aber damals in dem Fall bei Braunschweig war es halt so, wir waren, glaube ich, Herbstmeister. Thorsten Lieberknecht hat quasi mal gesagt, Jungs, Feuer frei, super Hinrunde, ihr dürft mal einfach laufen lassen. Ja, und dann nahm das seinen Lauf, Ja, ne? gesagt, getan. So sieht's aus. Ja, vielleicht gibt es ja nach unserer Hinrunde jetzt in der neuen Saison auch ein paar Weitschüsse von dir zu feiern, weil was ich sehr gut finde, es ist eine Disziplin, die unser Team leider in den letzten Jahren selten genutzt hat, einfach mal von weiter weg aufs Tor zu schießen. Das machst du öfter und triffst dabei auch, warst auch mal nominiert für das Tor des Monats. Mit Fortuna Köln war das, glaube ich, damals. Ne? Geiler, Genau, geiler genau. Treffer aus 30 Metern. Ist das das schönste Tor, das du jemals gemacht hast, oder gibt es andere Tore, wo du sagst, eigentlich dieses eine Tor bedeutet mir noch mehr als dieser 30-Meter-Treffer? Ich glaube, unterm Strich war es schon das besonderste Tor, weil es war nicht greifbar. Es war total surreal. Selbst ich gucke mir das natürlich auch gerne nochmal an oder werde auch wie jetzt auf dieses Tor halt noch häufig angesprochen, obwohl es schon viele Jahre her ist. Ich glaube, es war die erste Minute im Spiel, Ja, gegen Wien Wiesbaden. und ein Stück weit sind wir da wieder bei einem Punkt. Das war so eine Phase, wo ich mich rundum wohl gefühlt habe. Ja, und dann habe ich manchmal, der eine sagt Geistesblitz und der andere sagt Schnapsidee, ne? Aber in dem Fall hatte ich einfach das Gefühl, der sprang gut von der Brust runter. Und ich wusste, der titscht jetzt nochmal hoch und ich kann ihn wirklich von unten satt treffen. Und habe vom Gefühl her gedacht, da könnte das Tor stehen. Ne? Und die Flugkurve, die war halt, ja, man hat relativ schnell gesehen, dass sie nicht schlecht war. Der Torwart hat gar nicht damit gerechnet. Da war der Kolke im Tor, der jetzt auch lange bei Rostock gespielt hat. Also weiß Gott, auch kein schlechter Keeper. Aber ich glaube, in der Minute des Spiels hat da noch keiner dran gedacht. Und im Endeffekt war der drin. Bis heute sind da alle fassungslos, dass er drin gewesen ist. Aber ich bin der Meinung, dass ein Fernschuss immer ein gutes Mittel ist, ne? Weil es ist schwer für Torhüter mittlerweile, die Bälle, du siehst, was sie für eine Flugkurve haben, ne? Wenn du da einmal gut gegen rotzt, ne? Dann fliegt der wie ein Fragezeichen, ne? Also, wieso nicht? Ähm, Ja, ich, ich bin absolut. jetzt kein Freund davon, der das Ding immer ins Tor tragen muss oder sich bis zur Grundlinie durchspielt, um dann aus 5 Metern ein Tor zu schießen. Vor allem in der dritten Liga sind so Situationen auch oft aus dem Getümmel, es fällt ein zweiter Ball ab, 20, 25 Meter vom Tor. Es ist für einen Torwart einfach unheimlich schwer. Und wenn man dann einen ganz guten Schuss hat, dann eröffnet einem das dann doch nochmal eine andere Möglichkeit. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ich im FCS-Trikot auch den einen oder anderen ja, Weitschuss versenken würde. Ne? Letzte Frage: Wie muss die nächste Saison laufen, dass du am Ende der Saison sagst, das war eine gute Saison? Ja, also grundsätzlich habe ich ja eben gesagt, wir fahren gut damit, wenn wir uns schnellstmöglich finden als Mannschaft. Wenn wir einfach ja, ein gutes Gefüge auf dem Platz haben, ne? Einen guten Mix, dass wir nicht verkrampfen, dass wir locker bleiben. Im Endeffekt, wie sagt man so schön, es ist kein Sprint, sondern eher ein Marathon, ne? Die 38 Spiele,
wenn du 12 gespielt hast, hast du ja immer noch jede Menge Zeit, ne? Das waren die 2 Euro, die ich gerade ins Phrasenschwein geworfen habe für dich. Ja, schmeiß rein. Aber im Endeffekt, glaube ich, ist es gut, wenn wir nicht verkrampfen, wenn wir Spaß haben. Natürlich wollen wir so viele Punkte wie möglich holen. In erster Instanz wünsche ich natürlich der ganzen Mannschaft maximale Gesundheit, mir natürlich eingeschlossen, weil ohne geht es nicht im Sport. Ja, wir wollen natürlich angreifen, wir sind ambitioniert, das hatte ich eingangs auch erwähnt. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass wir ja eine ereignisreiche, eine begeisternde Saison spielen, wo wir möglichst viel zu feiern haben in der Stadt mit den Fans. Ja, ich sag mal so, ich will es jetzt nicht so offensiv aussprechen, aber ich meine mit Feiern jetzt nicht eine DFB-Pokalteilnahme oder ein Verbandspokal oder was weiß ich, sondern ja, so ein Jahr in der zweiten Liga nächstes Jahr, das wäre natürlich, glaube ich, für die ganze Mannschaft und auch für den Verein, für die Stadt was ganz Besonderes. Dafür müssen wir aber sehr, sehr hart arbeiten. Persönliche Ziele stecke ich mir nicht mehr, dafür bin ich zu lange im Geschäft. Das geht oft nach hinten los. Ich will natürlich mit Toren und Vorlagen, mit viel Arbeit, mit viel Leidenschaft meinen Anteil dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind. Ich hoffe, das gelingt mir. Ich hoffe, das gelingt der ganzen Mannschaft und gelingt den Verantwortlichen. Ich glaube, das Grundgerüst ist sehr, sehr gut, was mein Gefühl jetzt sagt. Dass auch punktuell Verstärkung kommt. Der Spirit war nicht schlecht. Ich glaube, das letzte Jahr war unterm Strich am Ende einfach ein bisschen unglücklich, aber darauf lässt sich aufbauen. Ja, und jetzt muss sich einfach dieser Teamgeist entwickeln. Wir müssen Bock haben. Und dann bin ich auch davon überzeugt, dass wir einen Grund zu feiern haben am Ende des Jahres. Charisto, sagt man bei dir jetzt gerade vor der Tür auf Griechisch Dankeschön. Genieß noch die letzten Tage unter der griechischen Sonne. Erhol dich gut, verletz dich nicht. Und dann Dankeschön. freuen wir uns sehr auf die nächste Zeit mit dir im FCS-Trikot. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch. Vielen Dank, mein Lieber. Wer soll der nächste Gast sein bei Tauzi ruft an? Schreibt mir gerne eine Nachricht, entweder hier unten bei YouTube in die Kommentare oder schickt mir bei Instagram oder bei Facebook eine Mail. Ich habe so eine Ahnung, wer es sein könnte, aber freue mich sehr auf eure Nachrichten und euer Feedback. Und wie immer wisst ihr, am besten abonniert ihr diesen Kanal bei YouTube, dann kriegt ihr immer eine automatische Benachrichtigung, wenn denn eine neue Folge online ist. Einfach hier oder hier auf Abonnieren klicken und dann seid ihr dabei. Vielen Dank!